Werte künftige Eltern, herzlich willkommen in der geburtshilflichen Abteilung der Asklepios Klinik Nord. Mein Name ist Frau Dr. Gebur und ich bin die Chefärztin dieser Abteilung. Rund um die Uhr kümmern sich hier Hebammen und Frauenärzte um die Bedürfnisse der werdenden Mütter, begleiten diese bei der Geburt und beim ersten Kennenlernen mit dem neuen Erdenbürger. Jetzt möchte ich Sie mitnehmen auf einen kleinen Rundgang durch den Kreissaal und unsere Wochenstation. Unsere Klinik verfügt über 5 Kreissäle. Hier sehen Sie den Kreissaal mit Gebärbadewanne. Dort können Sie sich in Absprache mit den Hebammen individuell für eine Geburtsposition entscheiden, denn das Zimmer verfügt darüber hinaus über einen Geburtshocker, über einen Gymnastikball und selbstverständlich über ein Bett. An den von der Decke hängenden Tüchern können Sie sich festhalten. Dies erleichtert oft auch die Geburtsarbeit und ermöglicht eine Entbindung aus stehender Position. Erfahrungsgemäß wird während einer Geburt Verschiedenes ausprobiert, bevor die werdende Mutter das für sie Passende in der Situation gefunden hat. Scheuen Sie sich daher nicht, die Hebamme anzusprechen, wenn Sie die Geburtsposition wechseln möchten. Bei uns kommen im Jahr zwischen 1700 und 1800 Babys zur Welt. Daher kennen wir die Bedürfnisse der werdenden Mütter sehr genau. In unseren Kreissälen dürfen Sie sich frei bewegen und müssen keinerlei Scheu haben. Wie Sie an der Farbgebung des Zimmers erkennen können, ist es uns wichtig, eine möglichst warme Atmosphäre zu erzeugen. Fühlen Sie sich daher für die Zeit der Geburt gerne wie bei Ihnen zu Hause. Werfen wir einen Blick in unsere Wochenstation. Hier sehen Sie ein Einzelzimmer, das wir jederzeit auf Wunsch in ein Familienzimmer umgestalten können und so dem frisch gebackenen Vater oder der Co-Mutter ermöglichen können, gemeinsam mit ihrer Partnerin das neue Familienmitglied von Anfang an und ausgiebig zu begrüßen. Insgesamt haben wir auf dieser Station 12 dieser Einzelzimmer zur Verfügung. Rechts daneben sehen Sie unser Stillzimmer. Dieses steht exklusiv den Müttern und ihren Babys zur Verfügung. Im Stillzimmer können Sie sich mit anderen Müttern austauschen und sich gleichzeitig die Zeit nehmen, sich mit Ihrem Baby und den gemeinsamen Stillritualen zu beschäftigen. Selbstverständlich stehen Milchpumpen zur Verfügung. Falls Sie diese benötigen, werden Sie von unseren Stillberaterinnen eingewiesen und angeleitet. Der Moment, in dem Ihr Baby das Licht der Welt erblickt, wird Ihr gesamtes künftiges Leben beeinflussen. Daher möchten wir Sie ermuntern, diesen Moment zu dritt zu erleben. Auch in Corona-Zeiten können wir den Eltern dies gewähren. Seit mehr als 2 Jahrzehnten sind wir babyfreundliches Krankenhaus. Das heißt, wir unterstützen die natürliche Bindung zwischen Eltern und Kind, wozu Hautkontakt ebenso gehört wie Stillen. Gerade Hautkontakt können die Väter oder Co-Mütter dem Neugeborenen ebenso geben wie die Mutter, die dadurch vielleicht in den Stunden nach der Geburt etwas Erholung erleben kann. Eine Vielzahl unterschiedlicher Fachdisziplinen kümmert sich um die Bedürfnisse von Mutter und Kind in den ersten Lebenstagen und auch darüber hinaus. Wenn Sie, wie die meisten Mütter hier, eine ganz normale Geburt erleben, werden Sie natürlich nicht alle Fachkolleginnen und Kollegen kennenlernen. Vorrangig sind unsere Hebammen und unsere Frauenärzte Ihre Ansprechpartner. Wir zeigen Ihnen hier nur auf, dass für den Fall der Fälle, wenn Sie besondere Hilfe brauchen, ein multidisziplinäres Team an Ihrer Seite steht. Damit genießen Sie und das Neugeborene höchste Sicherheit. Unsere Geburtsstation arbeitet eng mit unserer Neonatologie zusammen. Hier am Standort Heidberg finden Sie ein Perinatalzentrum Level 1.
Unser Perinatalzentrum wird von anerkannten Neonatologen und ärztlichen Geburtshelfern geleitet, ist räumlich an unsere Entbindungsstation, den Operationssaal und die Neugeborenenintensivstation gekoppelt. Sodass, sollten während der Geburt Schwierigkeiten auftreten oder bereits vor der Geburt bestimmte Fehlbildungen am Kind festgestellt worden sein, binnen kürzester Zeit die benötigte Hilfe bereitgestellt werden kann. Auch unsere Kinderchirurgen kommen bei Bedarf direkt in den OP-Saal und versorgen das Kind innerhalb der ersten Lebensminuten. Die meisten von ihnen werden diese Unterstützung nicht benötigen, da weit über 90% der Kinder völlig ohne Komplikationen zur Welt kommen werden. Es ist aber vielleicht für Sie beruhigend zu wissen, dass wir hier auf sehr kurzem Weg Zugriff auf hochspezialisierte Kollegen haben, sodass Ihnen und Ihrem Baby die beste Behandlung zuteil wird. Wenn Ihre Schwangerschaft unauffällig verläuft, möchten wir Sie etwa in der 34. Schwangerschaftswoche kennenlernen, wenn Sie eine Geburt bei uns planen. Hierfür können Sie einen Termin vereinbaren über die Samedi-App oder über unser Sekretariat bei Frau Wolf unter der Telefonnummer 040 1818873458. 3458. Das Kennenlerngespräch werden Sie mit einer Hebamme oder einer unserer Ärztinnen führen, die Ihnen Ihre Fragen zur Geburt bei uns sehr gerne beantworten und Sie über die Geburt aufklären. Rechts sehen Sie zudem einige Spezialsprechstunden, die Sie ebenfalls gern in Anspruch nehmen können. Insbesondere möchte ich Sie auf die Sprechstunde von Herrn Professor Dr. Martin Krapp hinweisen, der Pränataldiagnostik auf dem DGUM-3-Niveau betreibt, was der höchsten Qualifizierung von Wissen und Interpretation von Sonografiebildern in unserem Fachgebiet entspricht. Hier bei uns in der Asklepios Klinik Nord-Heidberg können Sie geborgen und gleichzeitig in höchster Sicherheit entbinden. Das Team unserer Ärztinnen und Pflegerinnen sowie der Hebammen freut sich auf Sie und die neuen Erdenbürger. Jeder neue Nordstern und dessen Eltern sind uns jederzeit herzlich willkommen.